Die Frage, die im Raum steht und die beantworten werden muss, ein für alle Male ist, hat Hillary Clinton Chancen auf den Präsidentschaftsposten? Puh, was ist 006, ne? Ja. 006, Antragsteller? Anonym, tatsächlich. Ist auch ein brisantes Thema, deswegen kann ich das verstehen. Anonym hat... Masterlevel fragt übrigens, was Maurice denn für einen Schlafanzug trägt. Das ist eine Frage, die können nicht mal mir beantworten. Nein, das ist Fashion Week, da ist man ein bisschen mutiger in der Kleiderwahl. Hat Hillary Clinton Chancen auf den... Oh, scheiße. Präsidentschaftsposten. So. Okay, Flo, fang du mal an. Ich würde das gerne erstmal hier mir ein bisschen überlegen. Was? Mir ein bisschen überlegen. Brauchst du auch noch ein bisschen überlegen? Willst du auch noch ein bisschen überlegen? Und? Nein, Boah, dazu. Politik. Also, ist eine Frau? Oh ja, und das ist auch schon das größte Problem. Ne? Nein. So kam das jetzt gerade rüber, Kevin. Nee, gut, du musst mich aussprechen. Es ist eine Frau. Und deswegen, ich sag mal, außerhalb der USA kommt das schon mal sehr, sehr gut an. Gerade wir in Deutschland sind damit natürlich vertraut. Aber ich glaube, erst seit Deutschland so krass vertreten ist, oder? Also in den USA war das noch nie so. Wie viele weibliche Präsidenten hatte die USA? Null. Ja, es gab ja auch vorher keinen weiblichen Bundeskanzler. Ja, natürlich. Klar. Natürlich. Und ich denke, damit hat sie auch gerade im liberalen Lager viel Sympathien und auch große Chancen. Allein weil Hillary Clinton, der Name ist, der ist bekannt, den kennt man durch ihren Mann Bill Clinton, der ja selber auch schon Präsident der Vereinigten Staaten war. Das heißt, man kann sie so ein bisschen einordnen. Man weiß, dass sie außenpolitisch sehr bewandert ist. Innenpolitisch weiß ich jetzt nicht, aber... Sie setzt sich auch sehr ein für die Rechte der Frauen, da hat sie die wieder auf ihrer Seite und versucht natürlich alle abzugreifen, die auch Obama schon abgegriffen hat. So, schwierig wird es natürlich erst dann, die Konservativen zu kriegen und da braucht sie Stimmen, sonst wird das nichts. Und ich glaube, da wird es wirklich schwierig für Hillary Clinton. Ja, aber man muss schon sagen, prinzipiell, wenn man das wirklich neutral betrachtet, ist sie eigentlich die perfekte Kandidatin, um die Wahl auch tatsächlich zu gewinnen. Weil sie hat immer noch diese Sympathie, ne? Das ist ja auch ein Faktor, der mitspielt, die betrogene Ehefrau damals mit dem Skandal. Und trotzdem. Welchen Skandal? Ja, ihr Mann hat rumgebumst, ne? So. Ja. Man muss es nochmal klarstellen. Nee, ja. Eben nicht. Es war kein Rumbumsen, weil he did not have sex with that woman. Das einfach nur als Erinnerung nochmal kurz. Ach so. Aber sie hat diesen Sympathiebonus. Ich will sie überhaupt nicht darauf reduzieren, aber bei den Leuten ist das noch in Erinnerung. Sie hat jetzt in der Zeit seither sich so ein Profil geschaffen, politisch, hat so viel weggeackert, eben Außenministerium geleitet und so weiter. Sie ist in dem Bereich tatsächlich, die Amerikaner mögen auch Präsidenten, die einen Namen haben, wo es schon mal einen Präsident gab, der denselben Namen hatte, das ist auch ein Muster. Ja, aber da kommt ja schon das Dilemma. Wen haben wir, der die größten Chancen hat bei den Republikanern? Jeb Bush. Ja, okay, gut. Das wäre der dritte Bush. Aber man muss auch sagen, gegen Ende von der letzten Bush-Präsidentschaft ist ja seine Sympathiewerte sind immer sehr, sehr stark abgesunken. Also der ist nicht mit Hurra, ich bin der große Bush. Nee. Oder was? Ach so. George W. Ja. Und das ist halt, ich glaube, durch den Clinton-Namen hat sich schon echt viel. Kommt noch dazu, dass es ja Bill Clinton, ihr Mann, eine Stiftung gegründet jetzt hat und sehr, sehr viel Gutes tut in der Welt und natürlich auch darüber spricht. Das heißt, auch der humanitäre Aspekt ist mit drin. Ja, das ist ja alles klar und super. Und die Liberalen, und sie ist die erste Frau. Ja, die Liberalen kriegst du auch damit. Jetzt muss man aber dazu anmerken, also Celia Smith schreibt hier, erst ein schwarzer Präsident, jetzt eine Frau, warum nicht? Weiße Männer sind doch out und Rassismus und Sexismus erst recht. Könnte man meinen? Und wir sind uns auch eigentlich alle einig und so, aber die USA, das ist ein sehr, sehr großes Land und natürlich gibt es da gerade in den Südstaaten sehr, sehr viele konservative Menschen und die ticken noch ganz anders. Man muss sich allein überlegen, dass Obamacare nichts anderes als eine gesetzliche Krankenversicherung, wo wir hier sagen, hier, klar, ist normal, braucht man, sehr, sehr wichtig, gut, dass man sowas hat, dass man da abgesichert ist.
viele Amerikaner ticken da ganz, ganz anders. Sie sagen hier, die sehen dann einschnitt ihre Freiheit, die sagen sofort, das ist Sozialismus. Und dann kommen die gleich an und sagen hier, wir wollen uns nicht unsere Freiheit berauben lassen und Obamacare ist scheiße, das möchten wir nicht. Und da gibt es sehr, sehr viele von. Das heißt einfach zu sagen, ist eine Frau, komm, das kommt gerade gut an. Und hier, das wird schon alles und dass es sich da dafür einsetzt. So einfach ist das nicht. Nee, so einfach ist es auch nicht, aber du darfst auch nicht unterschätzen, auch wenn es am Ende ein Buzzword war und natürlich nur für die Kampagne, dieses Change, ja, dieses Change von Obama, das ist den Leuten in den USA richtig tief reingegangen und darauf werden sie sich jetzt wieder stürzen. Die werden sagen, warum nach dem Change sollen wir wieder zurück zum alten System, wo ein Bush-Präsident ist, ein weißer Mann, ein Republikaner. Das Problem ist, dass Obama viel zu wenig getan hat und viele sagen werden, ja, er hat Change gesagt, so viel ist nicht passiert. Das Gute ist ja, dass jetzt Obama auf den letzten Metern noch einiges raushaut. Ne? Gleichstellung der Ehe, die jetzt ja im ganzen Land festgelegt wurde oder wie sagt man, genau, erlaubt wurde. Genau, und dann wurde. Healthcare ist jetzt doch auch Healthcare durch. Healthcare gibt es auch. Trotzdem hat er in den ersten Jahren nicht so viel performt, was natürlich daran liegt, dass sich die Republikaner querstellen, aber das ist dem Bürger scheißegal. Der will was sehen. Und viele werden sicherlich sagen, okay, Obama, so viel hat er jetzt noch nicht gebracht. Nee, wir wollen mal wieder hier jemand, der auf die Kacke haut. Warum nicht Jeb Bush zum Beispiel? Ja, aber auch da hat Hillary dieses Image von der toughen Frau. So. Also, wir müssen ja eine Antwort finden. Ja. Meine Lösung ist ja, sie wird. Nein, das ist nicht die Frage. Die Frage ist hier nicht zu entscheiden, wird sie Präsidentin der Vereinigten Staaten oder nicht, sondern die Frage ist, hat Hillary Clinton Chancen auf den Präsidentschaftsposten? Und ich denke, da sind wir uns alle einig. Das steht außer Frage. Sie hat Chancen auf den Präsidentschaftsposten. Außer Frage. Das ist aber ganz schwierig. Man muss wirklich sagen, im Fernsehen ist es... Du bist Protokollant, das kann doch nicht so schwer sein, oder?